70.000 Quadratmeter Eisenbahngeschichte. In einem der größten Eisenbahnmuseen Mitteleuropas. Da darf natürlich das Modell einer Nohab nicht fehlen. Die Gartenbahn hat immerhin eine Länge von knapp 900 Metern und zieht ihre Runden auf historischem Boden. Bei der Vielzahl von 100 Exponaten können wir nur wenige Loks vorstellen. Eine Güterzuglokomotive der Berliner Firma F. Wöhlert Maschinenbauanstalt und Eisengießerei. Sie wird extra für uns aus dem 34-ständigen Ringlokschuppen des ehemaligen Bahnbetriebswerks des Budapester Westbahnhofes gezogen. Lok 1026 der Baureihe 341 stammt aus dem Jahr 1882. Und präsentiert sich stolz auf der Drehscheibe des 1911 erbauten Ensembles, neben den anderen prächtigen Dampflokomotiven. Prächtig ist auch dieser Triebwagen der Reihe Horgita, entwickelt von der Budapester Firma Ganz für den Schnellverkehr. Dieser hier ist ein besonderes Exemplar, besonders luxuriös. Er wurde als Regierungszug eingesetzt, bis 1968. Der Bahnhistorische Park Budapest, so die korrekte Bezeichnung des Eisenbahnmuseums, zeigt auch den Stolz des ungarischen Dampflokomotivbaus. Lok 424365, hergestellt hier in Budapest. Eine Universallok, die vom schweren Güter bis zum Schnellzug alles gezogen hat. Das ist der berühmteste Dampfloktyp der ungarischen Staatsbahnen, die Serie 424. Zwischen 1924 und 1958 wurden insgesamt 365 gebaut. Das hier ist das letzte Exemplar. Diese Lok war so populär, dass sie außer nach Ungarn auch in die Tschechoslowakei, in die Sowjetunion, nach Nordkorea und Jugoslawien geliefert wurde. Dort haben sie sogar Regierungszüge gezogen. Die Lok hatte auch Kosenamen. Nach dem finnischen Läufer wurde sie Nurmi genannt und wegen ihrer enormen Kraft Büffel. Zwei Exemplare werden noch vor Nostalgiezüge gespannt. Diese hier ist noch betriebsfähig. Noch bis 1985 setzte die ungarische Staatsbahn Dampflokomotiven planmäßig ein. Diese Bilder hier entstanden 2001 bei einer Eisenbahnromantik-Sonderfahrt. Damals veranstaltete die Redaktion Eisenbahnromantik noch Sonderzugreisen.